Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Mirage. Letztes Mal, ich sag's jetzt direkt, bevor ich es vergesse, habe ich Vision gedrückt. Was Vision? Ich glaube schon. Ich hab Vision gedrückt. Ja, Vision war's genau. Und ja, dieses Mal müssen wir gucken, was es wird. Ich hoffe, dass wir bald wieder eine andere Map bekommen, weil Mirage ständig zu haben, ist halt auch irgendwann nicht mehr so prickelnd. Also wir hatten da schon Office, was jetzt für mich eher so als Rarität gilt. Nuke hatten wir mal, wohlgemerkt im Match, also nicht im Matchmaking, also doch, Office ist ja auch Matchmaking, ja klar. Nuke und was hatten wir denn noch? Also gut, die Wingman halt. Die Wingman-Sachen sind für mich immer noch recht speziell, weil ich sehr selten Wingman-Fälle habe. Aber wo ich mich früher noch gefreut habe über so einen Wingman-Fall, rege ich mich heute eher auf, weil die halt sehr kurz sind. Das heißt, ich muss dann eigentlich, ich sollte dann noch einen zweiten Fall hinterher machen. Da ich aber ab und an bis zu 10 Minuten warten muss, bis der nächste Fall kommt und ich die Dinger ja nicht schneide, ist es irgendwie scheiße. Ne? Also dann würden wir da einfach hocken. Und deswegen habe ich da schon ab und an einfach eine Runde irgendwas dann auch gespielt, so eine Runde Hans Wurst. Und ja, guck mal, schöne Flash, die er da geschmissen hat. Einen schönen, habe ich langsamer gemacht oder sowas? Krass, das kommt mir gerade so langsam vor, weil der ganze Zeit schleicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das mit dem Flash Assist ist eine coole Sache, dass man das jetzt sieht. Ich weiß nach wie vor nicht, ob man dafür Punkte bekommt, wenn du einen Flash Assist bekommst. Ob man dafür dann auch, wie bei einem normalen Assist, einen Punkt erhält. Oder nicht. Aber ja, da war jetzt schon mal ein bisschen was dabei. Ist irgendwie seine Hand fest, gefroren. Auf der Schleichtaste ist er jetzt überhaupt mal losgerannt am Anfang. Da schleicht er die ganze Runde über. Naja, 3 gegen 2. Einer kommt von Short und hat sogar seinen Kollegen on-spot geklatscht. Wo ist denn der andere? Wo ist denn sein Mate? Ist der auf der Bombe drauf oder was? Ah ja, der ist auf der Bombe drauf. Ich habe es auf der Karte nicht gesehen, wo der rumdödelt. Mal gucken, ob er die Runde jetzt noch holt. The Suspect Arena. Ihr könnt gerne jetzt schon schreiben, was ihr wohl bis jetzt vermutet. Also sofern ihr eine Vermutung habt. Na? Wir haben jetzt schon ein paar Mal festgestellt, dass es gar nicht allzu leicht ist. Vor allem, je mehr Erfahrung man hat mit Counter-Strike. Also vor allem, umso höher man kam und je länger die Zeit, die man darin verbracht oder vorangeschritten ist, desto eher ist es, oder desto schwieriger wird es, jetzt nicht gerade offensichtlich die Cheats zu erkennen. Weil man so viele Situationen von sich selbst kennt oder von Mates oder von irgendwelchen Profispielern, die wahnsinnig ercheatet aussehen, aber legit sind und man halt dann viele Shots irgendwann nur noch beurteilt von nach dem Motto, ja gut, der ist halt gut, ne? Der bollert halt rein. Also ich spreche jetzt wohlgemerkt nicht von offensichtlichen Dingern, also nicht, wenn er jetzt hier schon eine halbe Stunde durch die Wand auf seinen Kopf aimt und vielleicht auch durch die Wand durchschießt oder so, sondern so normale Shots halt, ne, die gut laufen. Also gerade in meinem letzten, in meinem letzten Matchmaking, mit diesem Bock, mit diesem Visa Sami oder sowas, der einmal durch die Smoke gekillt wurde und der, alles klar, Wallhack und ah, nice shot through Smoke und sowas. Sowas ist in einem kleinen Hirn, beziehungsweise in dem Hirn eines Spielers, der sich kaum mit dem Spiel auskennt, der nur auf niedrigen Elos spielt, ist es vielleicht was, wo er sagt, oh. Aber als geübter Spieler weiß man, dass es nicht notwendig ein Cheat ist, beziehungsweise dass es an sich gar nicht so besonders ist, jemanden auf Gefühl hinweg durch einen Smoke zu klatschen oder auch durch eine Wand, die halt als üblicher Spot gilt, als Wallbang. Wallbang ist mir eben nicht eingefallen. Als Wallbang-Spot gilt. Wenn man dadurch geholt wird, muss man sich auch nicht großartig wundern, dass man tot ist. Aber wenn man wenig Erfahrung hat, kommen einem solche Sachen halt krasser vor. Ne? Also sprich, wenn jetzt ein LE oder Lem in ein Silberspiel reingeht, was natürlich extrem fies ist, ne? Weil derjenige ist sehr gut und wird die wahrscheinlich kaputt klatschen, der wird nach wenigen Runden sofort als Cheater betitelt. Von klugen, von vielleicht doch irgendwie weitergekommenen Silberspielern als Smurfer. Aber viele werden ihn einfach als Cheater bezeichnen, obwohl er halt einfach nur in einer ganz anderen Liga spielt und es für sie wegen diesem großen Unterschied halt aussieht, als wenn es Cheats wären. Was würdet ihr hier sagen bei ihm? Hä? Ich mache wieder die Abstimmung rein. Ich mache wieder die Abstimmung rein, ob es Hex an sich, also ja Vision, ja Aim oder ja Aim und Vision. Und manchmal mache ich noch Grief mit rein, aber das ist eher selten der Fall, dass ich diese Option überhaupt gebe. Und Other External habe ich auch nicht so oft drin. Aber manchmal mache ich es doch rein. Und natürlich die Option, ob er clean ist. Ja. Ist das. Ah, das ist ein Bot. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Was treiben die denn?
Natürlich könnt ihr auch gerne, gerne schreiben, ob ihr glaubt, dass im Gegnerteam welche cheaten. Das hatten wir auch schon. Also wir hatten das schon offensichtlich, dass wir Spinbotter gegen Spinbotter hatten, die gespielt haben. Das war schon ziemlich heavy. Ja. Muss man mal gucken. Muss man einfach mal schauen. Ich mach das hier wieder an. Na komm, ich schieb's da hin. So. Sehr schön. Heute Abend ist Livestream übrigens, Leute. 18 Uhr. Also eigentlich jetzt gleich. Ich denke, das Video geht wieder um 17:45 online. Vielleicht mache ich auch eine Premiere, wenn ich das bis dahin schaffe. Ich wollte am Dienstag eine Premiere machen. Das ist echt eine coole Funktion. Wir haben es letztens ja mal getestet. Und es bringt einen, ich habe ja schon drüber geschwätzt, es bringt einen nochmal so einen Ticken mehr zusammen. So als Community. Und vor allem kann ich die Leute, die dann da sind, noch besser darauf hinweisen. Ja, darauf hinschubsen, dass jetzt ja gleich Stream ist. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich eine Premiere. Ja. Normalerweise wäre ich heute ja später heimgekommen. Beziehungsweise, ja doch, aber die Vorlesungen oder die Vorlesungen, die ich donnerstags habe, die sind jetzt doch nach vorne verschoben. Heute waren sie zwar dann doch mittags, aber nur sehr kurz. Also von daher ist es Donnerstag doch kein Problem. Ich habe es ja letztens angesprochen, dass es vielleicht knapp werden könnte, donnerstags mit dem 18 Uhr Stream. Aber dem ist nicht so. Ja. Wie sieht es mit den Stats aus? Ich habe jetzt eben gerade gar nicht darauf geachtet, was er für Stats hat. 35, 2, 19. Der Husky 44, 2, 19. Hier die Botterinis. Hier ist ein Bot am Start hier unten. Bei denen ist noch keiner drin. Ja, muss man mal... Ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Halt bloß die Maus, da ist er. Sehr schön. Ja, und ich freue mich auf den Stream. Wir werden dann direkt wieder mit einem Low CSGO Game starten. Das heißt, alle Ränge unter DMG spielen dann. Und danach machen wir ein High. Das sind dann alle Ränge über. Oder ab DMG bis hoch zu Global. Soweit so gut. Ich würde sagen, dann drücken wir hier einfach mal, ja, das werde ich jetzt dann gleich selbst entscheiden, ne, was ich da drücke, um euch die Freiheit zu lassen, zu geben, noch darüber nachzudenken, was ihr drücken würdet. Haut ordentlich rein, wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Macht's gut und bis gleich. Ciao, ciao.